Eine Leiter, sechs Funktionen. Darum geht's heute bei Betriebseinrichter TV. Wir wollen Ihnen Mehrzweckleitern von der Firma Zages vorstellen. Das mache ich aber nicht alleine. Habe einen Gast bei mir im Studio, und zwar Höpke Thomsen, Produktmanagerin bei Zages. Hallo. Ja, hallo. Frau Thomsen, die Zuschauer, wenn die Zages hören, verbinden die damit vielleicht als erstes mal Kisten. Genau. Das ist so der klassische Zages-Bereich früher gewesen, aber auch Leitern, das sehen wir, ist ein wirkliches Steckenpferd von Ihnen. Genau, also nicht nur Kisten, sondern auch Leitern, Gerüste, aber auch zum Beispiel Speziallösungen für die Bahn, für Flugzeuge. Mhm. All das ist eben das, was Zages herstellt. Ja, unser Steckenpferd ist halt Aluminium. Mhm. Sie haben uns zwei Mehrzweckleiter mitgebracht. Da muss man dazu sagen, Mehrzweckleiter, das ist der Renner, die meistverkaufte Leiter, die es gibt. Hab's gerade schon gesagt, sechs Funktionen. Welche sind das? Ja. Also einige kann ich hier am Produkt direkt zeigen. Wie gesagt, jetzt sehen wir hier eine Mehrzweckleiter. Würde man jetzt das Oberteil wegnehmen, hätte man halt eine ganz normale Anlegeleiter, die jeder kennt, oder eben eine beidseitig begehbare Sprossenleiter, wie man hier sieht. Hat also zwei Leiter in einem. Genau. Oder ich kann zum Beispiel auch diese beidseitig begehbare treppengängig einsetzen oder wie gesagt diese noch verlängern, eben nicht nur als alleinige, sondern eben auch als zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter benutzen. Mhm. Generell gibt es bei der Firma Zages vier unterschiedliche Leiterprogramme. Welche Programme sind das? Genau. Wir trennen hier das Handwerk mit dem Programm Z200-300. Wir haben hier eine Z300-Leiter und den Bereich Industrie, wie er bei uns genannt wird, die Z500 und Z600-Programme. Mhm. Genau. Jetzt sehen die auf den ersten Blick sehr gleich aus, Handwerk und Industrie. Genau. Also ich als Laie erkenne jetzt erstmal nicht so wirklich einen Unterschied. Ja. Was für Gemeinsamkeiten stecken in den Leitern drin? Ja, Zages legt sehr viel Wert auf Qualität. Also wir benutzen durchweg, egal ob Z200 oder Z600, benutzen wir Strangpressprofile, keine Blechprofile. So kann halt das Material auch dort eingesetzt werden, wo es benötigt wird. Ja? Heißt also, möglichst stabile Leitern, relativ leicht konstruiert. Ja, wir haben, wie gesagt, Strangpressprofile. Wir haben bei allen vier Programmen auch diese Qualitätsbörtelung, wie wir sie nennen, relativ eng anliegend, die eben auch die Steifigkeit der Leiter gibt. Bei allen vier Programmen haben wir hier auch einen Steckhaken und die Abhebesicherung. Das verhindert halt, dass ich diese Leiter falsch bedienen kann. Und wir haben eben den Zwei-Komponenten-Schuh. Ja, Sie können sich vorstellen, es ist meistens harter Einsatz, auch wenn man mit Sicherheitsschuhen gegen diese Leiternschuhe drückt, dass es mal ab und zu rausrutscht. Das passiert hier bei den Zages-Leiternschuhen eben eher selten, weil es ein harter Kunststoff ist, den wir hier reinschieben. Und außen da, wo die Fläche auf dem Boden aufliegt, ist es leicht, sodass das Rutschen eben möglichst verhindert wird. Also selbst die Stahlkappen in den Schuhen können den Füßen da nichts anhaben. Ja? Genau, auch für den harten Umgang. Deutlicher Unterschied ist natürlich der Preis. Die Leiter fürs Handwerk ist natürlich günstiger als die Leiter für die Industrie. Was für Unterschiede gibt es sonst noch? Ja, Unterschiede haben wir auch einige, die so ein einfacher Leiternutzer, möchte ich es mal so nennen, nicht auf den ersten Blick sieht. Die markantesten Unterschiede liegen hier im Führungsbeschlag. Ich habe hier, und das hören Sie auch, oder besser gesagt, Sie hören es nicht. Ich mache hier mal den Beschlag offen. Ja, es ist relativ leise. Ja. Wir haben dort bei der Industrieleiter einen holmumgreifenden Beschlag mit diesen Kunststoffgleitschienen. Hier bei der Z300 haben wir Führungsbeschläge, die nicht holmumgreifend sind. Ansonsten ist die Sprossenriffelung hier etwas ausgeprägter als hier bei dem Handwerksprogramm. Hier ist zum Beispiel eine Niete bei den Gurtbändern, hier unten zwei. Und hier beim Industrieprogramm habe ich zum Beispiel auch zwei starre Verbindungen anstatt der einen hier beim Handwerksprogramm. Okay. Genau. Kommen wir mal zu den verschiedenen Normen, die es ja europäisch gibt. Wie viel Kilogramm halten die Leitern aus? Ja, unsere Leitern sind alle nach EN 131 geprüft und nach dieser Norm hält jede Sprosse 150 Kilogramm. Aber auch wir setzen hier noch einen drauf. Wir haben zum Beispiel die neue SL-Leiter, das ist eine Innovation vom letzten Jahr, die zum Beispiel 250 Kilo pro Sprosse aushält. Okay, also es gibt doch die feinen, aber doch markanten Unterschiede, für mich als Laie auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Aber danke viel, dass Sie uns die näher gebracht haben, Frau Thomsen. Bitte. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Betriebseinrichter TV.